B2.4. Zeigen Sie rechnerisch, dass für das Volumen V der Pyramiden ANBCDPN in Abhängigkeit von x gilt. Volumen ist gleich minus 1,92x² plus 8,48x plus 120 Kubikzentimeter. Und es gibt ein Teilergebnis PNF N sind 10 minus 0,96x Zentimeter. So, zuerst mal schauen wir uns nach, was brauchen wir wieder. Volumen der Pyramide ANBCDPN. Und in Abhängigkeit von x. Und das Ergebnis steht da. Das heißt, vielleicht brauchen wir es wahrscheinlich später noch. Also, erster Schritt ist, Volumenformel für die Pyramide nochmal raussuchen. Volumenpyramide ist gleich, die war ein Drittel mal Grundfläche mal Höhe. So, jetzt schauen wir uns an, was brauchen wir für die Grundfläche, was brauchen wir für die Höhe. Die Höhe der Pyramide, das ist vielleicht einfacher zu sehen, ist die Strecke P1, F1 oder PNFN in diesem Fall. Ja, ganz, ganz wichtig. Wir sind in Abhängigkeit von x, das heißt, wir wissen nicht, wie groß x ist. Das bedeutet auch automatisch, dieses Teilstück ist damit wieder x Zentimeter lang und dieses Teilstück von das A1, AN in dem Fall rausgewandert ist, ist 1,5 mal x Zentimeter lang. So, Höhe ist also diese P1, F1 und die Grundfläche ist unten der Drache AN, B, C, D. So, schreibe ich vielleicht so auch nochmal auf. P1, PN, FN. So, widmen wir uns erst der Grundfläche. Grundfläche ist, wie gesagt, ein Drache, Drachenviereck, Formelsammlung nachschlagen, wie berechnet man da die Flächeninhalt? Ja, ganz einfach, 0,5 mal E mal F. Ja, 0,5 mal die Länge der Diagonalen, 0,5 mal, die erste Diagonale ist ANC und die zweite Diagonale ist BD. So, ANC kennen wir eigentlich beide schon. 0,5 mal. ANC sind, AC waren 9 cm aus der Aufgabe. AN ist um 1,5 mal x cm weiter draußen. Also 1,5x plus 9 und mal BD. BD sind 8 cm gewesen. Steht oben in der Aufgabe. So, das kann man jetzt noch ausrechnen. 0,5 mal 8 sind 4. Also 4 mal 1,5x plus 9. Und Klammer auflösen sind 4 mal 1,5 sind 6x plus 36. Also der Drache unten hat einen Flächeninhalt von 6x plus 36. So, das können wir jetzt oben in die Volumenformel einsetzen. Und dann brauchen wir noch PN, FN. Das berechnen wir jetzt. So, wieder Überlegung, wie kriegt man diese PNFN? Wir suchen uns Dreiecke, die möglichst bekannt sind. Ja, was wissen wir denn alles? PNFN können zum Beispiel in Dreieck AN, FN, PN liegen. In den Dreieck kennen wir aber allerdings gar nichts. Außer, dass hier ein rechter Winkel liegt. Ja, das wissen wir, aber mir ist nicht bekannt. Anderes Dreieck suchen. PNFN liegt zum Beispiel auch in dem Dreieck FNMPN. Das wäre so das nächste. Und dann hätten wir noch FNCPN. In diesem FNCPN kennen wir auch eigentlich so gut wie gar nichts. Bringt uns also auch nichts. Also bleibt nur noch das übrig. Warum? Naja, der Winkel hier ist ja schon wieder bekannt. Das war der mit 73,30 Grad. Ich schreibe jetzt mal hier hin. Das war der da. Die Strecke FNM, die kennen wir zwar nicht, aber wir kennen die Strecke MPN. Warum? Im Prinzip gleich wie vorher, die komplette Strecke MS ist 10,44 cm lang und oben das Teilstück ist x cm lang, also wird davon einfach x weggenommen. Und damit ist die Strecke 10,44 minus x cm. Was bringt uns das jetzt? Wir haben PNFN in einem rechtwinkligen Dreieck. Da funktionieren Sinus, Cosinus, Tangens und Pythagoras. Wie kriegen wir jetzt die Strecke FNPN raus? Dann schauen wir uns nach, was gegeben ist.
Die Strecke 10,44 minus x liegt gegenüber vom rechten Winkel, das ist also die Hypotenuse. Dann haben wir da unten einen Winkel und die Strecke FNPN ist die Gegenkathete zu diesem Winkel. Also brauchen wir nur nachschauen in der Formelsammlung, welcher Satz funktioniert mit Gegenkathete und Hypotenuse und treffen dann auf den Sinus und damit können wir das auch berechnen. Also Sinus vom Winkel SMA ist gleich Gegenkathete durch Hypotenuse. Die Gegenkathete ist unsere gesuchte, andersrum heißt es glaube ich P1F, PNFN, so rum, geteilt durch die Hypotenuse. Das war die MPN. So, bekannte Größen einsetzen. Sinus vom Winkel 73,30 Grad ist gleich die gesuchte PNFN geteilt durch 10,44 minus x. So, dann nach PNFN auflösen, das heißt, unten den Nenner multiplizieren wir einmal durch, dann heißt es jetzt hier 10,44 minus x, Klammern ganz wichtig, mal Sinus, hier brauche ich das Winkelzeichen eigentlich gar nicht, Sinus 73,30 Grad ist gleich PNFN. So, jetzt gilt noch so viel vereinfachen wie möglich. Ja, 10,44 mal Sinus 73,30 kann man sofort in Taschenrechner eingeben, müsste 10 rauskommen, gerundet. Und dann noch minus x mal Sinus 73,30 gibt minus 0,96 x. Ja, genau, dann sind wir schon fertig. Und was man auch nicht vergessen darf, hier im Zwischenergebnis wird jetzt sogar noch angegeben, PNFN ist 10 minus 0,96x. Also passt wunderbar. Erste Aufgabe erledigt. Fehlt noch die zweite, nämlich das Volumen. Volumen war nochmal ein Drittel mal die Grundfläche mal die Höhe. Die Grundfläche vom Drache haben wir ja hier stehen. Die Höhe haben wir jetzt hier stehen. Setzen wir ein. Ein Drittel mal 6x x plus 36 mal 10 minus 0,96 x. So, das muss man jetzt noch vereinfachen. Ein Drittel mal 6x plus 36, das kam man sogar noch im Kopf. Ein Drittel und 6 gekürzt sind 2x und ein Drittel und 36 gekürzt sind 12 mal 10 minus 0,96 x. Ja, dann kann ich eigentlich die zwei untere Zeile weglassen, weil wir haben keinen Bruch mehr. So, aber Klammern sind ganz, ganz wichtig. Und das jetzt noch ausrechnen. Und dann kommen wir auf unsere gesuchte minus 1,92x² plus 8,48x plus 112 Kubikzentimeter. Und damit hätte man die Aufgabe gelöst.